Nein, 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 nein. Oh, das gibt's nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Real vs. FIFA. Ja, heute habe ich auch eine schöne Begegnung, und zwar heute Abend spielt ja Red Bull Salzburg gegen FC Schalke 04. Und da habe ich mir gedacht, simulieren wir doch das Spiel einfach mal. Ja, zur Ausgangslage. Also das ist ein Gruppenspiel in der UEFA Euroleague, Europa League nennt sich es. Und ja, also Schalke ist da im Moment, oder was heißt im Moment, also die sind Tabellenführer und die bleiben auch Tabellenführer, egal wie das Spiel hier ausgeht. Und Salzburg ist Dritter. Das heißt, sie könnten eigentlich noch Zweiter werden. Wobei ich muss sagen, das ist unwahrscheinlich oder wird schwer, sagen wir mal so, weil ja, Krasnodar, der im Moment Zweiter ist, ist auch jetzt nicht so, ja, schwach, sag ich jetzt mal. Und die werden, denke ich mal, gegen den Letzten der Tabelle gewinnen oder zumindest unentschieden spielen, dann sind die auch sicher weiter. Ja, also wir haben ja schon hier ein paar gute Gelegenheiten gehabt, solange ich hier gequatscht habe. Wow, ja, das war eine schöne Kopfgelegenheit. Wow, da hat der Torwart aufgepasst. Geis hatte die Möglichkeit. So, wir haben schon wieder eine Chance, eine Ecke zu schießen. Versuch's mal hier. Naja. Hätte klappen können. Ups. Was war das? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. So, Ball wieder erobert. So gehört sich das. Ah, schön ausgetrickst. Wow, Leute. Lattentreffer. Das war ja ein Schuss. Einfach mal so abgezogen und zack, oben rechts. Ja. Das war schon ziemlich knapp. Da hat der Torwart hat schon ziemlich Glück gehabt. So, nächster Angriff. Die Flanke war nicht so toll. Oh, oh, oh. Ups. Ups, 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 ups. Das wird gelb. Das wird gelb geben. Ah, okay. Naldo. Das war ein bisschen blöd. Diese gelbe Karte hätte jetzt echt nicht sein sollen, aber okay. Kann schon mal passieren. So, ab durch die Mitte. Oh, schon wieder eine super Gelegenheit.
Gibt's doch nicht. Schon wieder Geiss. Der ist heute sehr gut drauf. Mal schauen, vielleicht wird er. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Red Bull Salzburg schießt wirklich ein Tor hier. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber okay. Soriano mit dem 1:0. Ja. So schnell kann man in Rückstand geraten. Einmal nicht aufgepasst. Und da hast du schon deine Rechnung. Naja. Was will man machen? Ups. Naja, das muss ich noch ein bisschen besser machen. So, den Rückstand, den müssen wir jetzt wieder wettmachen. Oh. Was war das denn jetzt? Eine Ecke, okay. Da haben wir die Gelegenheit, in der ersten Halbzeit noch was zu machen. Hm. So. Scheiße. Klappt irgendwie nichts heute. Was ist los? Okay. Erste Halbzeit um. Naja. Viel Positives haben wir jetzt nicht mitnehmen können in der ersten Halbzeit. Aber ja. Lasst uns mal weitermachen. So, zweite Halbzeit. Los geht's. Neue Halbzeit, neues Glück. So, jetzt eine schöne Flanke. Na, gibt's doch nicht. Zum Torwart. Salzburger, die sind aber heute. Oh, fuck. Ziemlich bissig. Muss man echt sagen. Hätte ich jetzt so eigentlich nicht erwartet. So. Kommt da einer mit? Ups. Schön aufpassen hier. Nein, was mache ich denn da? Wow. Das war echt knapp. Also irgendwie komme ich nicht an den Ball. Ist ja auch ein Auswärtsspiel für Schalke. Kein Wunder. Auswärtsspiele sind meistens etwas schwieriger. Nein, was? Wow, das war echt knapp. Leiner mit der super Torschanz. Der war alleine vom Torwart. Mein Gott. Echt Glück gehabt. So, kriegen wir jetzt irgendwas hin?
Eine Ecke. Okay. Das ist ja schon mal eine richtige Richtung hier. Nein, der geht ins Aus. Boah, nimmt er mir einfach so den Ball weg. Irgendwie die Schalker sind heute nicht so gut drauf. Vielleicht kommt's ja noch. Jo, tatsächlich. 1:1. Cool. Choupo-Moting. Ja, da haben wir es doch. Den Ausgleich. Zack, mit dem Kopf. Geht doch. Erik Maxim Choupo-Moting. Ja, jetzt bleiben nur noch 20 Minuten. Ne, warte mal. Wie viel haben wir jetzt schon? Sind wir... Oh, 10 Minuten bleiben. Noch, um zu gewinnen. Oh. Dann können wir vielleicht noch... Also, kann ja Schalke noch eine Prämie kassieren. Für den Sieg. So. Wow, ganz knapp. Das wäre es jetzt noch gewesen. Es scheint so, als würden wir hier ein Unentschieden bekommen. Oh. Ja. Also 1:1. Ein schönes Unentschieden. Ja. Also wie gesagt, Schalke wäre mit dem Ergebnis sowieso durch. Die hätten sich qualifiziert für die, wie heißt das, also die K.O.-Runde. Für die K.O.-Runde hätte sich Schalke sowieso qualifiziert. Bei RB Salzburg, ja, da hätten die zu wenig Punkte einfach. Also die hätten heute, also bei dem Spiel hier, gewinnen müssen, dann hätten die vielleicht eine Chance weiterzukommen. Ja, also das wäre ein mögliches Ergebnis, ja, von diesem Spiel. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Bundesliga spielen. Ciao, Leute.